16 wird in der Lage sein, ihre Live-Qualitäten im Sportpanorama zu spielen. Fabienne Gür. Hier bei SRF Videlüt. Emanuel Gysi, Chef des Reporter-Teams Sports, am Sonntagabend um 18 Uhr. Fabienne Gür wird zum ersten Mal Scheinwerfer des Sportpanorama-Studio, sein erster Auftritt als Moderator des SRF Sports Flaggschiffs. Aber es rumpelt hinter den Kulissen. Das Problem: die Sportbeschäftigte wurde durch die Ernennung von Gür auf dem falschen Fuß gefangen. Eine Anzahl von Kandidaten, die auch Möglichkeiten für den prestigeträchtigen Job hatten, gingen mit leeren Händen weg. Das Sportpanorama ist zusätzlich zu der vorherigen Moderationsbesatzung mit Rainer Maria Salzbar, Sascha Rüfer und Paddy Kermen kein Casting, keine Tests, wenn sie sich in der SRF-Umgebung auf sich selbst zuhören. Stellen sie fest, dass das Personal viele Wirbel sorgt. Gür bekam den Job ohne Casting und musste sich gegen interne Konkurrenten durchsetzen. Dies irritiert viele auf dem Leutschenbach. Chief SRF Sport. Es gibt kein standardisiertes Bewerbungsprozess, um eine solche Position zu besetzen. In dem Wissen über die herausragenden Eigenschaften von Fabienne Gür als Moderator sind wir schon lange mit ihr in Kontakt. Es ist klar, dass die Linie ab ist, zu sprechen. Die zentrale Schweiz war die gewünschte Besetzung, sagt Schwaller und bezog sich auf GYRs über 10 Jahre Erfahrung im Sportbereich wie ein Moderator des Tele eines Sportsredaktionsteams oder als Weltraumredner bei verschiedenen Swing-Festivals. Gür bringt tatsächlich einen gut gefüllten Sportrucksack mit. Das kürzlich neben Salzgeber die Sportpreise vorgestellt hat. Aber es ist auch klar, mit ihr küsst ein externer Moderator. Es ist klar, dass die Besetzung dieser Position intern spricht, gibt Schwaller zu. Werbung: Benny Turnher ist bereits ein Fan. Ich kann verstehen, ob der eine oder andere der andere enttäuscht war, entspannte sich Gür im Hinblick auf dieses Thema kürzlich. Die Tatsache, dass ich eine Frau bin. Übrigens hat sie bereits eine SRF-Legende auf ihrer Seite, Benny Turnher. Es sollte so bleiben, wie es ist, und nicht auf andere zuhören, sagte Zürich Anfang März. Es wird die Aufgabe mit Bravour übertragen. Neue Sportpanorama. Moderatorin Fabienne Gür weiß ihre neue Show so gut.